Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute geht sie los, meine kleine Videoserie zum Thema Flockengestöber. 5 Karten möchte ich mit euch basteln in der kurzen Zeit noch, die verbleibt. Und heute basteln wir eine ganz schnelle Karte. Dafür vorbereitet habe ich schon mal 3 Stempel auf Stempelblöcke gezogen. Das ist einmal der große hier, der aussieht wie ein Tannenbaum aus Schneeflocken. Dann hier dieser kleine, das ist der Baumstamm. Und dann oben noch dieser Schriftzug, Stille Nacht. Ich zoome euch mal ran. Da, dieser, Stille Nacht. Und wir legen auch gleich los. Hier liegt schon etwas für euch parat. Und zwar, sagen wir mal, eine Art Muster. Das ist die Karte, die ich schon gebastelt habe. Diese kleinen Kärtchen, das sind die schmalen Grußkärtchen aus dem Jahreskatalog. Die könnt ihr bestellen. Da sind dann auch immer passend die Umschläge dabei in Flüsterweiß. Und dann habt ihr ein Set mit 20 Briefumschlägen und 20 Kärtchen. Die Kärtchen kommen vorgefalzt, aber ungeknickt. Die könnt ihr dann nochmal entsprechend knicken. Ich muss gerade mal schauen. Und dann mit dem Falzbein oder mit einem Finger einfach nochmal nachgehen. Und dann habt ihr schon mal die Karte fertig, müsst gar nichts zuschneiden. Und die hat wirklich die ideale Form für diesen Tannenbaum. Ich kann mal schauen, manchmal ist das ja so, dass das eine Seite ein bisschen akkurater ist als die andere oder ein bisschen größer. Wir nehmen das Stempelkissen in der Farbe Schiefergrau und nehmen diesen großen Stempel mit dem Weihnachtsbaum aus Schneeflocken. Eigentlich ist das nur ein Dreieck, aber ich sage jetzt mal Weihnachtsbaum dabei dazu. So. Und dann mittig positionieren, nach bestem Wissen und Gewissen wie immer. Und wohl wissen, dass dann da gleich noch der Baumstamm dazu kommt, also der Stamm. Zack, das war der erste Streich. Und es hat gut geklappt mit dem Mittigstempeln. So, dann kommt der Stamm unten mit diesem kleinen Dreieck, was da in dem Stempelset dabei ist. Dann machen wir das auch so. Es ist tatsächlich einfacher, man stempelt erst den Baum und dann den Baumstamm, weil wenn hier unten es ein bisschen Luft hat, dann ist das nicht so störend, wie vielleicht, wenn es dann jetzt dann doch der ganze Baum schief gestempelt ist. Das war schon die Stempelarbeit auf der Karte selbst. Und jetzt kommt noch der Schriftzug. Dafür brauchen wir ein Stück Flüsterweiß. Ich mache das jetzt alles in Flüsterweiß, damit es passend ist. Ihr könnt das natürlich auch farbig stempeln, wie ihr gerade Lust und Laune habt. Dann stempel ich die Stille Nacht auf, den Schriftzug und nehme hier diese Stanze, klassisches Etikett heißt die. Und ihr werdet sehen, das passt wirklich sehr gut da rein. Machen wir mal, dass ihr es auch wirklich sehen könnt. Entschuldigung. So. Und da stanzt ihr das dann aus, mittig, so gut es eben geht. Hoppala. Zack. Und ich fand es ganz schön, wenn ihr das dann nochmal so über die Ecken drüber falzt. Oh, ich hoffe, es ist jetzt auch trocken. Ja, sieht gut aus. So über die Ecken drüber falzt, dass das so ein bisschen einen Bogen macht. Ihr könnt es auch mit den Fingern machen, wer jetzt kein Falzbein hat. Oder über die Tischkante oder. Und diesen Schriftzug, den habe ich jetzt hier weiter oben aufgeklebt. Da könnt ihr schauen, was euch dann gut gefällt. Schön fand ich, oder finde ich immer noch, wenn man das nur in der Mitte befestigt. Dafür nehme ich so Mini-Dimensionals. Einfach auch, weil sie ein bisschen kleiner sind als die anderen. Und klebe einfach 2 aufeinander, damit man die Höhe hat. Und damit das dann immer noch die Chance hat, dieses Etikett,
dann eben so ein bisschen abzustehen im Bogen. Es hat so ein bisschen was von der Banderole, das fand ich schön. Und das platziert ihr dann so, dass es euch gefällt, so mittig. So. Das lasst ihr dann auch ruhig einfach so ein bisschen abstehen. Sieht dann so aus. Ja. Und ich mag ja diese Strasspunkte nicht immer, aber sehr oft. Sehr oft gegeben, nochmal so den letzten Pfiff. Das machen wir hier jetzt auch. Ich habe mich einfach dazu entschieden, dann eine oben wie so eine Christbaumspitze mittig zu platzieren. Zack. Und die anderen, also ich nehme dann jeweils die kleinsten Klebepunkte. Da sind ein paar auf Wanderschaft gegangen. Für alle, die diese Strasspunkte, diesen Strassschmuck noch nicht kennen, gibt es ganz kleine, es gibt ein paar mittlere und es gibt ganz große. Die ganz großen wären mir jetzt hier zu mächtig. Und dann setze ich einfach noch jeweils einen auf diese großen Schneeflocken. Also hier eine und da eine. Wer mag, lässt sie weg oder wer mag, macht mehr. So. Und das war eine ganz schnelle Karte. Das Praktische ist halt wirklich mit diesen Kartenrohlingen, die es jetzt schon im Katalog so zu kaufen gibt, habt ihr dann auch gleich schon den Umschlag und könnt wem auch immer zu Weihnachten eine kleine Karte basteln und dann verschenken. Es ist auch noch ein bisschen Platz drin, ihr könnt dann ja auch ganz viel noch schreiben oder innen rein noch was stempeln, das sieht bestimmt auch gut aus. Ja, und das war der Auftakt zu meiner Serie 5 Karten auf ins Flockengestöber. Und das war jetzt mit dem Stempelset Wintermärchen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ansonsten, wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, du kannst meinen Kanal gerne abonnieren und bekommst dann, sofern du das eingestellt hast, in deinen persönlichen Einstellungen auch eine Nachricht, sobald ich das nächste Video hochlade. Ansonsten, ja, vielen Dank und tschüss!